Dafür, dass dort eine induktive Ladeschale ist, neu manuell aktiviert werden. Ist der Innenraum natürlich unfassbar variabel. Ja, damit sieht er halt einfach mal anders aus. Hat man nach wie vor auch beim IONIQ 5 dieses ewige Rumgeklicke. Last but not least ist das aus meiner Sicht wohl nervigste Flop. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nochmal unterwegs mit dem Hyundai IONIQ 5 und weil 5, deshalb 5 Tops und 5 Flops des IONIQ 5. Der wurde mir freundlicherweise vom Autohaus Schimmel in Berlin zur Verfügung gestellt. Link ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr den auch mal Probe fahren wollt oder euch interessiert, was sie euch für ein Angebot machen können. Kommen wir aber zuerst mal zu den 5 Tops am Hyundai IONIQ 5. Top Nummer 1 ist ja wohl die Ladegeschwindigkeit. Dank der 800 Volt Technik gibt Hyundai sowohl beim kleinen als auch beim großen Akku 18 Minuten an bis 80% Ladestand und damit ist der IONIQ 5 auf jeden Fall langstreckentauglich. Top Nummer 2 ist auf jeden Fall der variable Innenraum. Also sei es ohne Tunnel in der Mitte, aber in höheren Ausstellungsvarianten eine verschiebbare Mittelkonsole, eine in der Länge verstellbare Rücksitzbank, ja. Die Neigung verstellbar an der Rücksitzbank. Dadurch ist der Innenraum natürlich unfassbar variabel und man kann ihn sich so gestalten, wie man möchte. Man hat unendlich viel Platz hier nach vorne. Ich sitze jetzt hinter mir selber und ihr seht, da ist noch ordentlich Platz. Ich bin 1,80 groß. Design ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde, ein absolutes Top-Highlight am Hyundai IONIQ 5 ist halt eben sein Design, sein Aussehen. Damit polarisiert er, damit sieht er halt einfach mal anders aus als die typische Masse. Ein weiteres Top-Kriterium für den IONIQ 5 ist trotz seiner Größe und seines Gewichtes natürlich sein Verbrauch. Ich habe ihn über Stadt und Land auf 12,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gebracht. Auf der Autobahn bei 90 konstant bei 15 Kilowattstunden, bei 130 konstant lag ich bei 25 Kilowattstunden. Das alles bei mittleren Temperaturen ohne großartig Wind oder irgendwie noch nur ein bisschen Nieselregen. Ein weiteres Top-Highlight am IONIQ 5 ist sein iPedal. Denn das One-Pedal-Driving funktioniert wirklich, wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich sehr schön umgesetzt. Dann kommen wir jetzt zu den Nachteilen des Hyundai IONIQ 5. Der wohl größte Nachteil am Hyundai IONIQ 5, der mir auffiel, ist definitiv sein Wendekreis von knapp 12 Metern. Ja, er ist ein großes Auto, aber das geht definitiv besser. Vor allen Dingen, weil er unveränderten Wendekreis hat, egal ob Allrad- oder heckgetriebene Variante. Ebenfalls nicht schön am IONIQ finde ich persönlich den Kofferraum. Der Kofferraum ist aus meiner Sicht mit
nach hinten geschobene Rückbank. Eine Tiefe von, na sagen wir 98, aber dadurch, dass hier so eine Rundung ist, würde ich eher sagen 96, 97. Also die schmalste Stelle zwischen den Radkästen, Breite 1,5 Meter. Hinten beim Rollo haben wir eine Höhe von 35 cm. Bei zugezogenem Rollo haben wir hier hinten noch eine Höhe von 33 cm, weil das Rollo so leicht schräg nach unten kommt. Man muss hier, jetzt könnte man sagen, okay, kann man das hier ein bisschen hoch machen, wenn es 34, aber man ist hier eingeschränkt durch den Gummi, also 33 cm. Definitiv für die Größe des Fahrzeugs zu klein. Frühere Ioniqs hatten ja immer das Problem, dass sie beispielsweise Funktionen wie Auto holt, immer wieder nach dem Abstellen des Fahrzeugs vergessen haben. Dieser hier merkt sich das. Das ist erstmal positiv. Aber was negativ ist, ich habe unter den Top 5 gesagt, das One-Pedal-Drive, also dieses iPedal. Das ist ein wirkliches Highlight, aber das muss vor Fahrtbeginn, vor jeder Fahrt neu manuell aktiviert werden. Weil so hat man nach wie vor auch beim Ioniq 5 dieses ewige Rumgeklicke, um das Fahrzeug so einzustellen, wie man es haben möchte, vor Fahrtbeginn. Ein weiterer Nachteil am Ioniq 5 ist, Apple CarPlay, Android Auto funktionieren selbst in 2021 nur kabelgebunden. Und das ist leider... Dafür, dass dort eine induktive Ladeschale ist, das ist dann halt echt schade. Vor allen Dingen funktioniert es nicht von diesen USB-Ports, sondern nur von diesem. Das heißt, ne? Last but not least ist das aus meiner Sicht wohl nervigste Flop definitiv nach wie vor, dass es keine geführte Routenplanung gibt. Das heißt, wenn ihr ein Ziel eingibt, das eure Reichweite übersteigt, dann müsst ihr nach wie vor manuell nach Ladestationen Ausschau halten. Die Online-Anbindung hat der Ioniq 5, aber die Datenlage ist äußerst fragwürdig. Gucken, ob Hyundai da noch nachbessert. Aber derzeit ist es über das Navi nicht möglich, wie beispielsweise anderen Herstellern, einfach einzugeben, ich möchte von Hamburg nach München, und er sucht ein automatisch die Ladestation auf dem Weg heraus. Ja, und das waren sie auch schon, meine Top 5 und Flop 5 des Hyundai Ioniq 5. Habt auch ihr Tops und Flops, schreibt sie unten in die Kommentare und gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach unten, wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, aber dann schreibt gerne auch dazu, was euch nicht gefallen hat. Ich fahre jetzt trotzdem noch ein paar Meter mit dem Ioniq 5 von Autohaus Schimmel, denn er macht schon echt Spaß. Und es sind alles keine Pain Points, wo man sagt, das geht halt gar nicht, aus meiner Sicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und... wir sehen uns.